Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wenn du wissen möchtest, was ich so in den letzten Monaten aufgebraucht habe und wie ich die Produkte finde, dann bleib doch einfach dran. Es hat sich einiges angesammelt und das muss jetzt alles in den Müll. Und deswegen möchte ich euch nicht vorenthalten, wie ich diese Produkte alle gefunden habe. Und deswegen gibt es jetzt eine kurze Review. Fangen wir einfach mal an mit den Duschgelen. Beziehungsweise mit den Shampoos. Genau, fangen wir lieber mit den Shampoos an. Und zwar haben wir alle zusammen aufgebraucht Family Shampoo von Alverde. Einmal Bio Malve und noch einmal Bio Malve und Brombeere. Wir mögen die Shampoos von Alverde, speziell diese hier, sehr, sehr gerne, weil die einfach gut riechen, weil sie ziemlich ergiebig sind und ja, die sind ohne Silikone, zertifizierte Naturkosmetik. ja, genau, und die werden wir auch immer wieder nachkaufen. Ich selbst habe aufgebraucht von L'Oréal aus der Elvital-Reihe. Einmal das Öl Magique Nährpflege Shampoo. Ich mag die Reihe sehr, sehr gerne und speziell diese Öl Magique, dieses Öl Magique Sortiment finde ich ganz, ganz toll, weil es einfach meinen Haaren sehr, sehr gut tut und der Duft ist wunderbar. Einmal Shampoo, einmal Pflegespülung und dann habe ich hier noch dieses hier, das ist mit Tonerde, auch eins meiner Lieblinge, also die kaufe ich immer, immer wieder nach und ich wechsle immer, ja, also wenn meine Haare ziemlich, vielleicht doch ein bisschen fettig sind, beziehungsweise ich lasse sie nicht fetten, sondern ich wasche mir auch die Haare, ja, zwischendurch, aber an manchen Tagen sind sie halt fettiger am Ansatz als sonst und dann benutze ich immer dieses hier. Und wenn die Haare richtig gut riechen sollen, dann kann ich diese hier empfehlen, allein vom Duft her und die Pflegewirkung sowieso. Gehen wir weiter zu den Duschgelen und zwar auch hier Family Duschgel von Alverde. Finde ich auch ganz, ganz toll. Nutzen wir alle, wie gesagt, weil die Düfte sehr gut sind. Die sind halt von Alverde Naturkosmetik und auch sehr, sehr ergiebig. Genau. Das nächste von Palmolive, das ist eine Limited Edition. Schaut mal, ob es die noch gibt, weil der Duft ist wunderschön. Warum wiederhole ich immer die Adjektive? Ja, einfach um zu verdeutlichen, wie toll die sind. Also der Duft, ganz, ganz toll. Seht ihr? Ganz, ganz toll. Palmolive Nordic Hack heißt das. Eine nordische Umarmung. Finde ich sehr gut. Werde ich nachkaufen, wenn ich es wieder finde. Und dann habe ich hier noch von Balea aufgebraucht, beziehungsweise meine Kinder haben es eher aufgebraucht. Ich habe auch hin und wieder benutzt. Das ist die Sorte Berries, wie der Name schon sagt. Es duftet sehr süßlich nach Beeren. Dann habe ich diesen Pot aufgebraucht vom Action. Das ist ein Körperpeeling in der Duftrichtung Lavendel. Und ich liebe ja Lavendel. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und ja, jetzt müffelt es ein bisschen, aber es steht auch schon lange hier in meinem, meinem aufgebraucht Körbchen. Und der Duft ist toll. Die Körnung ist sehr grob, muss man dazu sagen, aber es ist ein Body Peeling, genau, ein Body Scrub. Und ich finde die Körnung perfekt für den Körper und ich nutze das eigentlich, ja, ich würde mal sagen zweimal die Woche, genau, ungefähr zweimal die Woche. Der Pot hält auch sehr lange, ist also auch sehr ergiebig und kaufe ich mir auch wieder nach. Dann haben wir aufgebraucht, beziehungsweise ich habe aufgebraucht von Balea, das Rasiergel Exotic Coco. Ich weiß nicht, ob es diese Duftrichtung noch gibt.
keine Ahnung, könnte sein. Ich glaube, das ist eine der neueren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall duftet es nach Frangipani und Kokos. Das ist eine sehr, sehr schöne Mischung. Und die Balea Gele finde ich ganz toll, super, vom Duft her, von der Wirkung her, verstopfen nicht die Rasierklingen und kaufe ich auch immer wieder nach. Jo, dann einmal für die Zähne, beziehungsweise für den Mund, für die Mundhygiene. Das kaufe ich auch immer wieder nach. Es ist ziemlich stark, muss ich sagen, so von der Schärfe her. Ja, aber man hat danach einen ganz, ganz tollen, ein ganz tolles, frisches Gefühl. Und das ist von Listerine Advanced White. Das soll die Zähne ein bisschen heller machen. Es ist ja so, dass die meisten Spülungen, Mundwasserspülungen, die Zähne so ein bisschen verfärben. Habe ich bei diesem nicht das Gefühl gehabt. Ich denke mal, dazu ist es auch gedacht, dass es speziell darauf konzipiert ist, dass die Zähne halt eben nicht verfärbt werden, und kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich drei meiner It Works Produkte aufgebraucht. Die sind alle drei allerdings auch nicht mehr im Sortiment zu haben. Das Sortiment wurde komplett erneuert. Trotzdem, das ist ein Toner, den habe ich geliebt. Den Cleanser habe ich abgöttisch geliebt, weil der einfach sehr ergiebig ist und wirklich alles entfernt hat aus meinem Gesicht. Alles, was da nicht hingehört. Und dann habe ich noch das Fruchtsäurepeeling aufgebraucht. Gibt es auch nicht mehr im Sortiment. Von daher gibt es da auch nicht viel zu erzählen. Aber es hat wirklich sehr, sehr geholfen, dass meine Haut sich regelmäßig quasi erneuert. Genau, die oberste Hautschicht. Pure Skin Food. Was war denn da drin? Baobab und Raspberry. Das war in einer vegan Beauty Basket Box drin. Aber ich habe irgendwie ewig lange dafür gebraucht. Nicht für den Körper, das war fürs Gesicht, genau, aber ich irgendwie mochte ich das nicht so gerne. Es war ein Pulver hier drin, ein grobkörniges Pulver, und das musste man sich quasi anrühren, beziehungsweise auf die feuchte Haut auftragen und dann ein bisschen einwirken lassen und abwaschen. Aber irgendwie diese Pulverform, ich glaube, das ist nicht gut für ein Familienhaushalt, weil die Kinder immer damit herumgespielt haben, und dann sah das ganze Bad total versaut aus. Und nicht nur mit diesem Produkt, sondern mit einem anderen. Das zeige ich euch eben. Und das war viel schlimmer. Cocoa Bay. Das Ding, das ist ein schwarzes Pulver. Man nimmt seine Zahnbürste, man trägt dann die Zahnpasta auf und dann geht man mit der Zahnbürste in das Pulver rein und dann putzt man sich damit die Zähne, und das ist quasi Aktivkohle, und die Zähne sollen dann dadurch weißer werden, heller werden, genau. Aber dieses Pulver hat so viel, so eine große Sauerei immer beschert, weil es wirklich richtig gefärbt hat. Also ja, Plastik, wenn das mit Plastik in Berührung kommt, dann weißen Plastik, wie zum Beispiel Toilettendeckel, dann kriegt man das nicht ab. Oder mit Keramik. Also ich habe sehr, sehr schlecht abbekommen, wenn ich es nicht schnell genug gesehen habe. Genau, und ich weiß nicht, also ich habe da immer noch schwarze Flecken und irgendwie kriege ich die nicht raus. Ob es geholfen hat zum Zähneputzen bzw. zum Zähneaufhellen, kann ich nicht so bestätigen. Ja, vielleicht ein Ticken heller, aber es hat die Zähne wirklich sehr gut sauber gemacht. Ja, das Gefühl danach war sehr schön glatt auf den Zähnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man das jetzt unbedingt benutzen sollte, wenn man die Zähne etwas aufhellen möchte.
Genau, das kommt auf jeden Fall weg. Es ist nicht ganz leer, aber es, wie gesagt, es hat mir so eine Sauerei beschert, dass ich es nicht mehr benutzen möchte. Le Homme von Chanel, ein Deodorant-Stick. Den hat mein Mann aufgebraucht. Das war wohl ein Geschenk von seiner Schwiegermutter. Und er hat es komplett aufgebraucht. Das ist ein ganz tolles Ding gewesen, sagt er. Es ist komplett leer. Also man muss quasi, das ist so eine Creme, ja, Deodorant in Cremeform. Und dann muss man das einfach hier hochdrehen, dann wird das ganze Produkt hochgedrückt und dann kann man es sich unter die Achseln schmieren. Riecht wirklich ganz, ganz toll nach Mann, nach attraktivem Mann. Aber ja, jetzt ist es aufgebraucht, genau. Was haben wir denn noch hier? Genau, Zähne putzen. Oh ja, Zähne putzen, genau. Diese Zahnpasta von Alverde würde ich mir nicht nochmal kaufen. Nie wieder. Zwar hat es eine gute Bewertung, ja, von Öko-Test. Mit sehr gut wurde es bewertet. Aber, ja, also das ist 5-in-1 Zahncreme mit Nana-Minze. Schützt effektiv vor Karies, entfernt schonende Plaque, beugt Parodontose vor, pflegt das Zahnfleisch mit frischem Atem. Ja, also eigentlich sollte das jede Zahnpasta tun, finde ich. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber es ist so, dass ich sie benutzt habe und nach der Anwendung hatte ich kein frisches Gefühl im Mund, wie man das so von anderen schärferen Zahnpasten kennt. Und deswegen, also ich habe mir die Zähne geputzt und ich hatte das Bedürfnis nochmal mit einer normalen, schärferen Zahnpasta nachzuputzen. Von daher würde ich nicht nachkaufen, würde ich auch nicht empfehlen. Vielleicht für etwas empfindlichere Zähne, aber für mich ist das. Dann habe ich hier noch von Alverde die Pflanzenseife. Pflanzenölseife in der Duftrichtung Bio-Lavendel. Kaufe ich immer wieder nach. Und zwar, um meine Hände damit zu reinigen und auch um meine Pinsel damit zu reinigen. Weil die Pinsel dann danach auch sehr, sehr schön nach Lavendel duften. Und jo, deswegen kommt es immer rein in mein Warenkörbchen. Von Lavera habe ich auch gebraucht, ein Illuminating Effect Fluid. Es war ganz gut, fand ich. Also ich fand es wirklich richtig, ja, doch, gut. Aber eigentlich zu dem Zweck, um meine Haut unter dem Make-up so ein bisschen Glow zu verleihen. Das hat wirklich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe das Ganze aufgetragen unter dem Make-up. Und dann hatte man wirklich eine richtige, schöne, leuchtende, pralle, frische, trotz Make-up. Also ich fand das richtig faszinierend. Wenn ich nicht so viele andere Illuminating Fluids hätte, würde ich es mir vielleicht sogar nachkaufen. Ja, das kommt weg. Damit kann ich nichts mehr anfangen. Ich habe es versucht, komplett aufzubrauchen, aber weil mir der Duft einfach nicht gefällt. Es riecht nach Kiefern, nach Tannen. Das ist von Pinus Vital. Das ist auch in einer Vegan Beauty Basket gewesen. Und das ist einfach, um trockene Stellen nochmal zum Beispiel unter den Ellenbogen und so weiter einzusprühen, eine stärkere Pflege zu geben. Aber ich finde, es hat nicht so viel geholfen wie eine ganz gewöhnliche Creme auch geholfen hätte. Wenn dieser Duft nicht gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht auch komplett aufgebraucht. Es ist jetzt, ich würde mal sagen, etwas mehr als über die Hälfte weg und ja, kommt weg.
weil ich den Duft nicht mag. Ja. Dann habe ich diesen Schwamm jetzt entsorgt, diesen Ouli Techniques Make-up-Schwamm, der kommt weg. Genau, der kommt weg. Finde ich sehr gut. Also ich benutze die am liebsten. Und dann eine Nagelfeile. Dazu muss man nichts mehr sagen. Dann habe ich das hier noch aufgebraucht. Es steht schon ein neues in meinem Kosmetikschränkchen. Und zwar ist das ja ein Nagellackentferner. Genau, wo man einfach den Finger hier oben reinsteckt. Das Schwämmchen ist vollgesogen mit Nagellackentferner und dann mit einem Dreh ist der Nagellack ab. Finde ich sehr, sehr gut. Weiter geht's mit Rituals. Ich liebe Rituals. Von der Pflege, von den Düften. Und das ist jetzt ein Antitranspirant gewesen. Komplett aufgebraucht. Es roch sehr, sehr gut, neutral mit diesem, mit dem leichten typischen Rituals Duft. Ja, fand ich gut. Das ist mit aus der Reihe Sakura. Und ob ich es mir nachkaufen würde, ja, vielleicht irgendwann mal. Oder mir das wünschen zu Weihnachten oder so. Da freue ich mich immer sehr drüber. Also ich fand es richtig gut. Ob es jetzt gehalten hat, ja, die nach dem Sport, ja, ob es die ganze Zeit frisch gehalten hat, ich würde sagen eher nicht. Ein ganz normales Deodorant, aber der Duft ist einfach toll. Chakra Oil von Rituals. Ganz, ganz toll. Und zwar ist das aus der Reihe Indian Rose and Sweet Almond Oil. Ja, das ist ein Öl und das haben wir als Massageöl benutzt. Also ich, ich und auch meine Kinder. Ich habe meine Kinder die Füße massiert mit diesem Öl und sie haben es gut vertragen. Der Duft war toll. Die Massagen fanden die Kinder ganz toll vorm Schlafen gehen immer. Und ich habe auch benutzt. Genau. Und ganz. Ich bin begeistert. Dann habe ich hier ein Waschgel von Christine Kaufmann aufgebraucht. Fand ich auch sehr, sehr gut. Gibt es leider nicht mehr, weil die. Ja, weil die Christine schon verstorben ist. Die macht diese Reihe ja. Ja, ihre Tochter sollte diese Reihe weitermachen. Aber irgendwie hat sie es nicht hinbekommen und hat aufgegeben, was ich total schade finde. ja, ich habe es aufgebraucht. Ich habe zwar noch andere, ein paar andere Produkte von Christine Kaufmann noch hier im Backup. Und ich benutze das immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr bedächtig. Ja, sehr. Ich finde, es ist sehr kostbar, weil es eben rar ist und ja, weil ich die Produkte einfach mag und ihr kennt das, ne? Wenn ein Produkt nicht mehr zu haben ist oder schwer zu haben ist, dann geht man natürlich viel vorsichtiger damit um oder viel bedächtiger. Genau. In einer Vegan Beauty Basketbox war das hier und zwar von der Firma Show Nature. Das ist ein ich glaube Gesichtsöl oder Augenöl. Ich habe es halt für ganze Gesicht verwendet. Fand ich gut. Also das ist ein ganz tolles Gesichtsöl mit einer in einem Glasfläschchen mit einer Pipette. Duftet jetzt nicht mehr so oder hat eigentlich auch noch nie so richtig geduftet. Ich muss mal gucken, was meine Kinder machen. Hat noch nie so richtig gut geduftet. Also es roch wirklich nach Naturkosmetik, nach Stroh, nach Heu. Ne? Also ihr kennt diesen Naturkosmetikgeruch. Aber ich fand, es hat wirklich sehr, sehr gut gepflegt für ein Gesicht. Dann habe ich hier die Summer Food Maske aufgebraucht. Ist zwar eine Version für die Männer, aber Frauen können das auch benutzen. Ich weiß gar nicht, worin der Unterschied überhaupt besteht zwischen diesen hier für Männer und zwischen den anderen für Frauen. Wahrscheinlich vom Duft, aber
Ja, gut, ich fand es jetzt nicht ausschlaggebend. Der Duft, den ich habe jetzt nicht riechen können, großartig, weil ich habe sie für meine Füße angewendet. Und zwar sind das diese Socken, die man sich, die getränkt sind mit irgendeiner Art Flüssigkeit. Und ja, man zieht diese Socken quasi an über Nacht. Beziehungsweise wie lange? Ich glaube 2 Stunden, genau, ne, 2 Stunden, nicht über Nacht. 2 Stunden und dann muss man es abmachen und dann hat man im Laufe der kommenden Tage gemerkt, wie oder gesehen, wie sich die Haut so langsam von den Fußsohlen abpeelt. Und ich hatte jeden Tag irgendwelche Hautfetzen in meinen Socken und das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber ja, es dauert tatsächlich auf jeden Fall 7 Tage, auf jeden Fall eine Woche, bis der ganze Prozess abgeschlossen ist, mindestens, würde ich mal sagen. Es hat super funktioniert. Also die ganze komplette untere Fußsohle, die ganze Hornhaut wurde entfernt. Ich hatte nachher babyweiche Fußsohlen und wie schon lange nicht mehr. Und ich bin eigentlich Barfußläuferin, beziehungsweise wenn das Wetter mitspielt, laufe ich draußen barfuß herum und auch im ganzen Haus, ne? Und dementsprechend sind meine Fußsohlen auch ja, mit Hornhaut natürlich verstärkt belegt gewesen. Und ja, und dann habe ich diese Maske angewendet und ich war richtig, richtig verblüfft. Aber wie gesagt, dieser Prozess bis dahin war ganz schön nervig, muss ich sagen. Aber wenn man da einmal durch ist, dann wird man begeistert sein. Genau. Ja, und dann muss man einfach mal gucken, wie lange das hält. Ja, wenn man dann auch weiterhin draußen auf der Straße barfuß rumläuft, bildet sich natürlich wieder ganz langsam Hornhaut. Aber dann geht man einfach mit diesen Socken wieder ran und dann ist die Hornhaut auch wieder weg. So, das war mein Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr keines der Videos verpassen möchtet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.